Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Diablo Cocoon 2 unter mir und vor mir ist was. Oh Gott. Das fängt ja schon wieder gut an. Wir sind in Dust-Up. Moment, ich muss stehen bleiben, glaube ich. Dust-Up 6 und. Oh fuck. Los, jump vorbei. Oh. Niemand mag dich. Dich auch nicht. Verdammt. Muss den Hasen von hinten in den Arsch treten. Naja, egal. Aber wie kommt man hier auf diese Designs? Ein Hasen mit, ja, keinem sozusagen Kiefer und so weiter und einfach bloß so ein Jump. Sind nicht mal verbunden, die beiden Körperteile. Wie können die so gut zusammen agieren? Das geht gar nicht. Und was würde passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel von jemand anders den Kopf darauf besetzen würde? Also von einem anderen Hasen. Das wäre total Chaos. Eigentlich. Egal. Das sind Sachen, die die Menschheit beschäftigen. Nicht irgendwelche anderen politischen Sachen. Sondern das. Was passiert, wenn ich dem Hasen einen anderen Kopf aufsetze? Also, den Hasen. Also dem Hasen, der da rumgehüpft ist. Hier im Spiel. Nicht im realen Leben. Also nicht im realen Leben einen anderen Hasen den Kopf versuchen. Einen anderen Hasen. So, wir müssen erstmal das Mana wiedergeben. Den Tiki-Drecht, der hatte nämlich keins. Deswegen kam mir das ganz gut, also ganz recht, mich hier mit diesen Mels Elixier. Und ja. Ich krieg schon wieder Hunger gerade. Warum auch immer. Oh. Hä? 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 Hallo? Was warst du denn da? Nein! Nicht die Attacke! Weiterhin Barriere! Weiterhin Barriere! Hör auf mit High Spirits. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er soll bitte aufhören mit High Spirits. Hör auf. Ey, Slimmig, du musst mir jetzt den Arsch retten. Ganz ehrlich. Der macht dauerhaft High Spirits. Oh Mann, ey. Also wenn der jetzt eine Kreatur vom, also erwischt mit seinem High Spirit, bin ich im Arsch. Ey, zum Glück bist du eine Mana-Schleuder, bist du so eine Mana-Bombe. Ach Quatsch. Mana-Bombe. Oh, sehr schön. Das heißt, ich kann versuchen zu poisonen, also zu vergiften. Das wird eh nicht klappen. Hattest du auch schon mal beim Boss? Doch, beim Boss hattest du mich schon mal versucht, mit dem Einschläfern. Okay. Unser kleiner Mau hat kein Mana mehr. Eieieiei. Ich glaube aber, wenn der auf wirklich auf. Okay. Der guckt ja rum. Ich könnte ja zum Beispiel auch. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen jetzt eigentlich. Man könnte zum Beispiel auch wirklich so Blindschutz-Monster drin haben. So also mitnehmen. Wäre auch mal was Neues.
Dann braucht man kein Gift. Ich glaube, die sind auch bei der Luft. Weil es natürlich doof, wenn. Ja gut, aber die wachen dann trotzdem auf, ne? Das heißt, das Problem. Autsch! Warum ist der plötzlich schneller? Haben die ja so einen Rage-Modus gehabt? Also, dass wenn die Low HP sind, dass die denn erhöhte Werte haben? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Aber ich werde auf jeden Fall erstmal heilen. Weil wer weiß, was da noch passieren kann. So, ein bisschen Mana wiedergeben. Immerhin, oder? So, Eliminate ist zwar egal. Oha. Okay, schön vergiftet. Oha. Bisschen strategisch gespielt, aber okay. Schade, dass ich das wirklich nicht im Internet mit euch spielen kann, also gegen euch. Ist ja auch mal interessant, weil man kann ja gegen andere Spieler spielen. Aber nur halt, wenn die an derselben Konsole sitzt. Es wäre schon ganz geil, also so ein bisschen gegen euch zu zocken und sowas. So, jetzt verschwinde. Verschwinde, woher du kamst. Tschüss. Kriege ich jetzt irgendwas von dem? Nee, wa? XP. Die nehme ich gerne an. Die ist sogar sehr hoch. Die ist sogar sehr... Oh, ich krieg doch Items. Willst du mich verarschen? Ich bin voll. Oh, echt. Ja. Wieso haben wir so viel Zitronenpower dabei? Puder. Ich sag immer Power, ne? Also. Obwohl da eigentlich Puder steht. Aber schön, dass wir so viel Garas-Zeug haben, obwohl wir gar keinen Gara in unserem Team haben. Klasse. Sehr schön. Gab's hier noch einen? Oh, Mist, ey. Ich bin so voll. Komm, wir hauen das da weg hier. Zur Not können wir das ja wirklich verkaufen. Nicht verkaufen, sondern kaufen. Ja, diese ganzen Fanartikel. Blockiere mein Inventar. Da war ich schon. Okay. Da oben waren wir noch nicht. Aber echt cool, da kann man hier doch trainieren. Ich glaube, das stand schon mal in den Kommentaren von euch, dass man hier irgendwo, also dass man zum Turnieren einfach hier ein bisschen rumgehen soll. Und im 6. oder so kann dann halt was kommen. Und ich dachte eigentlich immer so normale Kämpfe meint ihr damit, aber das sind immer doch die. Was ist jetzt? Ist jetzt hier irgendwas? Oder ist jetzt hier einfach nur Schluss? Anscheinend einfach nur Schluss, okay. Also können wir denn wirklich hier auch dauerhaft die Bosse sozusagen grinden? Und 24.000 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn wir hier auf die Level gucken, das ist wirklich nicht schlecht. Also da wäre ein Run wirklich gar nicht so schlecht. Dann würde es auch Sinn machen zu trainieren, aber... Boah, wäre ich hier schon beim 6. Merch. Weil ich bin schon irgendwo beim... Hier, ich bin bei ihm schon beim 6. Merch. Gott, unser... Ich glaube, einer unserer allerersten Monster, ne? Boah, der ist auch schon beim 6. Merch. Heftig. Und natürlich Tiki Drake, der ist ja auch einer der ältesten dabei. Das ist heftig. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier den Geralurch, ob ich den wirklich jetzt dann noch
sozusagen merchen soll. Was hatten die eigentlich für Fähigkeiten? Also für passive Fähigkeiten. Berserk. Ach, der hat diese HP Recovery. Weiß nicht, Berserk. Könnten wir mal gucken, ob wir nicht was Besseres finden für ihn. Das werden wir aber auch machen in der Folge jetzt hier. Es wird aber eine kurze Folge. Wir hatten ja gestern, wenn ich das wirklich pro Tag hochlade, ich weiß es noch nicht. Also bei der letzten Folge, ich sage am besten mal, bei der letzten Folge hatten wir es ja so, dass wir. Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt total verwirrt, Moment. Gaara. Ja, wir haben keine Gaaras. Wir haben das hier. Oh, cool. Aber wir haben keine Gaaras, verdammte Scheiße. Haben wir eigentlich einen Auftrag? Nee. Chat nicht. Wir sind drei Meister. Wir sind Leif, Gaara und Mao Meister. Okay. Mao! Wenn wir den Mao finden, dann könnten wir. Oh, Moment, ich muss mich mal kurz bewegen, nicht, dass es so raschelt so viel. Weil, den Mao, das wäre nicht schlecht. Ja gut, wir haben nur einen Mao, ne? Und ich glaube nicht, dass es das ein 1 gegen 1 ist. Was warst du denn eigentlich für eins? Ach Quatsch, Alko, genau. Dann schauen wir mal jetzt hier. Ne, Moment. Erst kommt die Arbeit. Erstmal Kikinak, erstmal das Verkaufen. Erstmal gucken. Ja, aber. Ich muss echt mal gucken, wo wir das finden mit die letzten Fanartikel hier. Oder meinen Sie wirklich die ganzen Figuren noch? Das wäre wirklich heftig. So. Ach, was will ich denn jetzt hier eigentlich gucken? Moment, das ist da. Nee, ich wollte schon sagen, da sind diese Fünfer drin. Also so ein Meld-Elixier, dachte ich, da wären Fünfer drin, aber den da. Nee. So, gucken wir mal ganz kurz. Beziehungsweise wir kaufen gleich hier. Hier haben wir ja nichts Neues, ne? Was denn? Achso, ich heil Quatsch. Nee. Nee, da ist nichts Besonderes. So. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Mit der lachen, wenn wir jetzt hier gleich irgendwie so eine. Also, ich werde jetzt nochmal zur Quest gehen. Also zur Lounge und gucken, ob wir da eine Quest bekommen. Bitte lachen, wenn wir jetzt so zum Beispiel Amazonenauge wirklich abgeben müssen. Irgendwie durch eine Quest oder so. Und wir die gerade verkauft haben. Sehr witzig. A little while ago, I found a calmer, but I couldn't catch it. I still have lots to learn. Maybe. Komm, was du zu sagen hey, hast. hey, your wings, wings. Are they gone? Gone? Did you take them off? Lots of stuff happened, so I didn't need them anymore. Huh? What? What? What's that? What a waste. Why didn't you give them to me? I bet you're really regretting that. Right, huh? When I had a tail and stuff, I really didn't like it. But now they're gone. Don't worry about that. I'm with you, aren't I? A powerful tag team, right? No. Sie klugscheißt das ja bloß rum. Was? So. Ne, den Fan haben wir ja schon. Oh, den Fan haben wir doch schon. Den brauchen wir nicht. Don Draggy brauchen wir auch nicht. Oder?
Nee, Fan im Badge haben wir. Kannst du mir vielleicht was sagen? Lately I've gotten squat. Hey, heard any interesting stories, huh? Nee. Okay, gehen wir mal zum Room of Life. Schauen wir ein bisschen rum und dann werden wir die Folge auch schon beenden. Ging ein bisschen schneller, diese Folge, aber ist okay, da wir die letzte Folge ein bisschen... das wollte ich sagen. Die letzte Folge ging ja etwas länger, also 30 Minuten, deswegen machen wir hier ein bisschen kürzer. Ist, denke ich mal, okay, 15 Minuten. Da ist auch meistens das Maximum erreicht von manchen Leuten. Und, also, vom Zeitaufwand her... Es ist Death. Wäre gar nicht so schlecht, es ist Death. Also, falls wir wirklich mal wieder so Viecher abkriegen oder so. Change Talents. Ich hätte das früher mal sehr falsch verwendet. Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt auch gerade richtig habe. Weil ich Spezialattacken treffen öfters. Also, dass die wirklich nicht die. Das, also ich dachte da damals immer, dass die Genauigkeit erhöht wird. Naja, zum einen stimmt es, aber zum anderen ist es auch so, dass du zum Beispiel Poison oder auch Einschläfern, dass es dann besser, also besser wirkt, dass die Chance erhöht ist. So, hier sieht es immer aus, als würde mir ein paar Monster fehlen, aber das ist wirklich das Maximum eigentlich. So, Dark Crash. Also Speed-Up braucht er eigentlich nicht. Recovery brauche auch nicht. Ja, auch nicht schlecht, dieser Resuit. Aber brauche eigentlich auch nicht. Wollen wir das ein bisschen machen? Also hier dieses dieses Resist Earth oder sowas. Aber eigentlich brauche ich ja wirklich dieses Resist gegen den Tod. Es gibt schon manche Viecher, die sind richtig böse. Wollen wir es echt machen? Also wir sind dann wieder auf Null, ne? Das ist halt das Problem. Beim Monster. Ja. Ich zweifle gerade, weil ich krieg den nicht nochmal hoch, das weiß ich. Das schaffe ich nie wieder im Let's Play. Ich überlege mir später. Ich überlege mir es einfach später. Weil wie gesagt, ich werde ihn nicht nochmal hochkriegen. Also nicht auf dieses Maximum, auf dieses wirklich auf Level 10 oder so. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Weil ich glaube, so lange läuft das Let's Play wirklich nicht mehr. Also, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen würde ich ihn wirklich gerade auf Max lassen. Also auf dieser erhöhten Form. Weil der hat hier 199 Stärke. Das hat er natürlich nicht, wenn er wieder kleiner wird. Und das ist halt mein Problem, also das ist, was mir gerade aufstößt ein bisschen. Weil ich will auch die Arena endlich mal schaffen und da brauche ich meine stärksten Monster. Und er gehört halt zu meinen stärksten Monstern von der Stärke her. Und die ist eigentlich gar nicht so hoch, finde ich. Ey, wenn wir hier überlegen mit diesen anderen Lurch, also mein allererster Lurch, könnt ihr mal gucken in der ersten Folge, nee, in der zweiten Folge oder so. Da hatte ich den, glaube ich, zum ersten Mal. Oder? Also den Moment. Ist der hier in der Halle. Moment. Ja, ja. Ist based auf Intro. Bla bla. So, Fire. Ach Quatsch, das sind die Fähigkeiten. Ja, ihr seht, wir sind hier beim Maximum.
Also, der Rest geht. Also, hier geht er nicht mehr. Ok, 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 ok. Hier. Also, der Borglu. Hier, die sind übel stark. Also, die sind am stärksten. Von der Stärke her. Könnten wir mal gucken hier, vergleichen. Ja, ihr seht, dass hier die Stärke das ist ganz knapp eigentlich so ist, dass der hier schon so da rankommt. Und ja, gut, die HP ist ja gleich, aber trotzdem. Haben wir ja nicht. Oh, bei Maus. Und zählt ein Mau. Ist ja witzig. Der Grüne, ne? Ja, der Grüne. Dachte ich mir. Ist ja geil. Oh, schön ab, was, dass du mir da was aufleuchtest. Egal. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde ein bisschen nachgoogeln, wie man da jetzt weiterkommt. Dann werde ich mal schauen, ob wir nicht noch ein paar Gars ausbilden. Und ich mehr. Ich schaue mir das mal an mit den Ork und auch mit der Arena, ob wir das endlich mal schaffen. Und dann machen wir die Arena im nächsten Part mal zu Ende. Und dann werden wir wahrscheinlich dieses mit dem Fanartikel machen. Und dann denke ich mal, ist. Dennoch mit den Garas. Ein Turnier sozusagen mit irgendwelchen Monstern versuche ich wirklich durchzuziehen, hoffentlich zu gewinnen. Und dann werde ich auch das Let's Play beenden, denke ich mal. Weil dann habe ich wirklich alles gezeigt. Also jetzt nicht jeden Kampf, aber zumindest das, was euch noch erwarten könnte, wenn ihr es selber spielen würdet. Aber dennoch, wir sehen uns im nächsten Part vom Let's Play Yadokugong. Bis bald, euer Kuma. Tschüssi!